Hi, hier ist Norman. Ich möchte euch wieder ein leckeres Mixgetränk vorstellen, welches scharf und süß gleichzeitig ist. Zuerst benötigen wir auf jeden Fall Flüssigkeit, damit ein Mixer überhaupt mixen kann. Da eignet sich besonders gut Kokoswasser. Hier habe ich 100% Kokoswasser aus den Philippinen, aber das ist leider in einem Tetrapack. Es gibt aber auch noch Alternativen, wie zum Beispiel Kokoswasser aus einer Glasflasche. Und das enthält eigentlich auch nur Kokoswasser und nur noch etwas Limettensaft. Also dadurch schmeckt es etwas leicht säuerlich. Beeren sind die besten Früchte, weil sie weniger auf Größe und Zucker überzüchtet sind wie andere Früchte. Hier habe ich jetzt einen Bärenmix aus verschiedenen Beeren, wie das kleine Schwarze sind Aronia-Beeren, dann noch Goji-Beeren, dann noch Maulbeeren, dann noch Weinbeeren, Physalis und Cranberries. Und das Tolle ist, wenn wir jetzt die Beeren noch mit viel Kokoswasser mixen, dann wird der Zucker auch nicht zu schnell aufgenommen. Auch gut für den Blutzucker ist Zimt, denn Zimt reguliert sogar noch den Blutzucker und schmeckt sogar noch leicht süßlich. Und Zimt schmeckt auch etwas scharf, ähnlich wie hier die verschiedenen Chilis. Und ich werde noch eine Chili dazugeben, um das Getränk etwas scharf zu machen. Und auch Chilis sind gut, um den Blutzucker zu regulieren. Hier habe ich noch zwei getrocknete Datteln. Und Datteln bestehen eigentlich hauptsächlich nur noch aus purem Zucker. Ursprüngliche Datteln waren in etwa so groß wie die Beeren und bestanden nicht nur aus purem Zucker, wie die heutigen Datteln. Also wenn wir Trockenfrüchte, insbesondere Datteln, verzehren, dann sollten wir sie unbedingt mit sehr viel Wasser verdünnen, wie ein Liter Kokoswasser und dann noch andere Mittel, die den Blutzucker sogar regulieren, wie Chilis oder Zimt. Ich benutze meinen Mixer hauptsächlich nur noch zum Raspeln von Kohl, Wurzelgemüse oder Kürbissen, denn sie sind sehr hart zum Kauen. Auch gut eignet sich ein Mixer zum Mahlen von Nüssen und Samen oder zum Verdünnen von Trockenfrüchten oder scharfen Chilis. So werden die Chilis nicht ganz so scharf und der Zucker aus Trockenfrüchten wird nicht ganz so schnell aufgenommen. Nun gebe ich alle Zutaten in den Vitamix. Also hier habe ich schon 1 Liter Kokoswasser und jetzt gebe ich noch die verschiedenen Beeren dazu. Dann noch ein Teelöffel Zimt. Eine scharfe Chilischote. Zwei Datteln. Und nun wird das Ganze gemixt. So sieht das Getränk fertig gemixt aus. Also ich finde es wahnsinnig lecker, so dieser Mix aus süßen und scharfen Chilis gleichzeitig. Wer es nicht ganz so scharf mag, kann ja weniger Chilis dazugeben und dafür mehr Zimt.